unten in der Mitte sind leider nur. Wie? Von. What? Hä? Ach, der war auf dem Baum drauf, oder was? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Bed Wars. Und wir versuchen heute wieder mal eine Siegesserie hinzubekommen. Wir wollen ja diese 10 endlich schaffen. Und ich hoffe mal, dass das Ganze auch funktionieren wird dann irgendwie. Ich denke schon. Wir fangen mal mit einer Map an, die ich glaube ich am seltensten bisher gespielt habe, zumindest aufgenommen habe. Und die am seltensten jetzt auch in der Siegesserie kam. Und die auch ziemlich schwer ist, und zwar Stages. So, und wir fangen auch schon mal direkt an. Die Wege sind einfach extrem kurz und dadurch ist es sehr, 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 sehr schwierig, sein Bett auf irgendeine Art und Weise zu verteidigen. Ich glaube, der kannte das jetzt hier noch nicht großartig. Deswegen wird er vielleicht überrascht sein, wenn sein Bett jetzt fällt. So, den haben wir runter. Alles klar, gut. Dann lasst uns direkt ein bisschen Bronze sammeln. Der Chat wird übrigens gerade doppelt angezeigt aus irgendeinem Grund. I don't know why, but hey, that's not very important now. So, uns greift keiner an. Von daher baue ich mich mal zum Silber. Weil das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Wir haben kein Silber an der Insel. Das macht das Ganze schwierig. Und deswegen sollten wir uns zumindest ein bisschen ausrüsten. Deswegen möchte ich mir jetzt gerne Silber holen. Mit dem Silber möchte ich mir dann sehr gerne Warp Powder holen und damit dann in die Mitte gehen. So sieht das Ganze aus. So, das reicht mir auch schon für den Anfang. Wir können ja auf der Hintour zum Gold dann noch ein bisschen was holen. So, das heißt, erst einmal, das bessere Schwert hätte ich sehr gerne. Eine Rüstung wäre sehr angenehm. Und dann eben, wie schon erwähnt, ein kleines bisschen Warp-Powderchen. Sehr gut. Ich glaube, das reicht mir prinzipiell auch schon. Naja, gut, komm. Wir können jetzt auch noch ganz schnell ein bisschen Nahrung holen. Alles andere holen wir später. In der Mitte ist, glaube ich, einer jetzt schon gewesen. Na gut. Und ansonsten baut sich hier aktuell niemand zu uns. Da wird auch nochmal in die Mitte kräftig gebaut. Wir versuchen mal von oben hier reinzustürmen. Unten in der Mitte sind leider nur... Wie? Von... What? Hä? Ach, der war auf dem Baum drauf, oder was? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, wir haben ihn zum Glück runter. Aber das war schon ein bisschen knapp. Alter, was soll das denn? Hast du mich hier einfach runter, oder was? Alter. So. Lief jetzt nicht optimal gerade, die Aktion. Ich würde aber sagen, wir holen uns nochmal ein bisschen Eisen. Hier unten müsste auch noch irgendwo was sein. Aber dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst kommt der andere Typ. Nämlich, Mann, hier rutscht man immer nicht so perfekt durch die Leitern. So, ich hoffe, dass der jetzt noch nicht durch ist. Das wäre sehr, 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 sehr gut. 19 Eisen haben wir. Wir können uns auf jeden Fall eine Truhe machen und wir sollten vielleicht unseren Spawn auch noch hochsetzen. Wäre auch noch eine Überlegung wert. Also als erstes das hier. Dann hätte ich gerne ein paar Rüstungen. Dann hätte ich gerne zwei Schwerter einfach mal. Das war jetzt nicht so ganz clever, weil wir jetzt doch keine Truhe mehr haben. Aber gut. Wer hat schon gesagt, dass ich clever bin, ne? Ich glaube, ich nicht. So, komm, hier. So. Okay, passt. Jetzt schnell in die Mitte. Bisschen Gold holen. Müssen wir schaffen. Ist am Anfang nicht so ganz actionreich hier bei mir dieses Mal. Okay, der Gelbe hat gerade wen zerstört. Das ist eigentlich uns ziemlich gut für unsere Ziele. So, und jetzt mal schnell hier nach unten. Okay. So viel Gold gibt es hier leider aktuell nicht. Nur zwei. Müssen also nochmal eine Fuhre abwarten. Ich hoffe einfach, dass in der Zeit niemand zu uns kommt. Da kommt einer in unsere Richtung. Wir sind auf jeden Fall nicht voll, was das Leben angeht. Von daher, bleibt da bitte stehen. So, und jetzt schnell zurück. Dann haben wir auf jeden Fall einen Bogen. Das wäre schon mal sehr viel wert. Ist sehr viel wert auf dieser Map. Macht noch nicht unbedingt alles aus, aber auf jeden Fall ein bisschen. So. Alles klar, da ist das nächste gefallen. Jetzt mal hier rein alles, was wir so haben. Das vielleicht nicht unbedingt. Den würde ich schon ganz gerne behalten. Ich weiß halt nicht, wer jetzt noch alles im Bogen hat und wer eben gar keinen Bogen hat. I don't know. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir noch ein bisschen Lederrüstung brauchen, ein bisschen Essen brauchen und dann sind wir eigentlich bereit für den Fight.
Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie es denn hier so aussieht. Blau existiert nicht mehr. Es existiert nur noch... Wir sind pink, türkis, gelb und grün. Gelb ist da hinten. Okay, gut. Gelb sollte, denke ich, machbar sein. Da hinten baut sich irgendwer. Nee, nee, mein Freund. Nice. Er steht noch. Was? Gibt's ja nicht. Okay, der wollte auf jeden Fall in die Mitte. Wo ist jetzt der Gelbe? Ich habe gerade was bauen gehört. Keine Ahnung. Da oben. Nice. Nice, nice, nice. Sehr gut. Jetzt hier hoch. Ich weiß. Ach, der. Ach, das war gar nicht der Gelbe. Da haben wir auf jeden Fall noch einen. Zum Gelben müssten wir erstmal kommen zum Bett. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. Mir egal, wenn mein eigenes Bett fällt. Ist nicht so wichtig. Er ist gerade auch nicht zu Hause, ne? So wie es aussieht. Das heißt, das dürften wir easy hinbekommen. Alles klar. Und jetzt schnell weiter, wieder zurück. Ganz kurz was essen. Ich glaube, zu mir ist jetzt gerade aktuell niemand gelaufen. Da hinten ist türkis. Ist das denn hier tatsächlich gelb gewesen, sag mal? Nee, da hinten ist grün. Und da ist auch grün Space. Das heißt, der Gelbe ist da hinten. Nice. Ja, wir haben hier eine sehr gute Position. Ein paar Mal sehr gut getroffen. Oh ja, oh ja. Schade, schade. Haben wir aber gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob er auch einen Bogen hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. I have no idea. So, komm. Der bekommt kein Knockback, oder? Doch, bekommt er. Wir holen uns erstmal das Bett vom Grünen noch gleich. Und den Gelben kümmern wir uns später. Der wird jetzt eh so schnell nicht rauskommen. Sehr gut. Komm, komm, komm. So, nur los, komm. Sehr gut, nochmal getroffen auf jeden Fall. Er muss ja irgendwie rauskommen auf jeden Fall. Wir könnten uns auch hochbauen einfach. Wäre eine Möglichkeit. So, wenn du dich jetzt auch hochbaust, dann war es das für dich. Und wenn du dich nicht hochbaust, könnte es das auch für dich gewesen sein. So. Der ist ziemlich tot. Mit ziemlich meine ich nicht ganz tot. Okay, das war mein Bett. Okay, sehr gut. Wird eine schwierige Runde auf jeden Fall. Ohne Bett. Aber das hat niemand mehr. Also noch ja. Noch schon. Aber halt nicht mehr lange, ne? Meine Freunde, ihr wisst Bescheid. So. Wie machen wir das? Wie stellen wir das jetzt am besten an? Komm, 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 sneaky, sneaky, meeky. Okay, der Gelbe wird das... Ne, der Gelbe wurde vernichtet. Oh, das ist nice, weil der andere hat keinen Bogen aktuell. Das heißt... Wenn wir auch nur ein bisschen zusehen, haben wir gute Chancen, das hier zu gewinnen. Müssen dazu aber ein bisschen zusehen. Lieber nochmal essen. Zur Sicherheit. So, und dann mal ausmachen, wo der Grüne hin ist. Aktuell ist er noch in der Mitte. Nice, einmal getroffen. Dadurch hoffentlich verunsichert. Okay, sehr gut. Wir müssen hinterher. Wir müssen hinterher. Und das schnell. Weil noch hat er keinen Bogen. Sobald er einen hat, wird es halt sehr, sehr schwierig. Okay, er ist noch da. Komm schon. Komm schon, triff ihn irgendwie. Minecraft Logic.
Guck mal, wie er da einfach spammt. Komm. Ja, sehr gut. Komm schon. Okay. GG. Puh. War knapp, war ganz knapp, ne? Ohne Bett, alle Mann. War eine spannende Runde auf jeden Fall. Haben wir aber gut hinbekommen. Und hängen wir noch eine Runde ran jetzt? Ich weiß gar nicht. Oder sehen wir uns morgen wieder? Da hatte ich keine Chance. Ja, er hätte vielleicht zurückrennen können und versuchen können, sich einen Bogen zu machen. Aber wäre sehr knapp geworden auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in dieser Runde wieder. Bis dahin und tschüss.